Dresden ist 1206 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Dresden war eine Station an der Elbe. Die Einwohner der Stadt waren am Anfang ganz wenige. Es wurden immer mehr, wie woanders auch in Europa. Und die Entwicklung des Landes Sachsen und der Stadt, der Residenzstadt, ist eingebunden in die gesamte europäische Entwicklung. Also 1485 zu einer Residenzstadt aufgestiegen. Danach nahm Dresden eine sehr schnelle Entwicklung, wurde sehr schnell reich durch Silberbergbau. Sie hat 1547 die Kurwürde bekommen und war anschließend ein politisch-kulturelles Zentrum im Deutschen Reich. Friedrich August I., das ist der Fürst, den die Menschen auch in der Jetztzeit August den Starken nennen, der hat damals regiert. Die Bauwerke, die historisch interessant sind, sind im Wesentlichen damals entstanden. Also der Dresdner Zwinger zum Beispiel. Es entstand ein neues Dresden, ein Dresden, das zur Kultur- und Kunstmetropole Europas sich entwickelte. Ja, und die Einwohner der Stadt hatten von den Bauwerken des Königs recht wenig. Die mussten viele Steuern bezahlen. Also die Kriege, die es in Europa gegeben hat, sind natürlich nicht in Sachsen ausgelassen worden. Ob das der 30-jährige Krieg ist oder der 7-jährige Krieg ist. Also auch zur Zeit Napoleons ist Sachsen integriert gewesen. Napoleon ist zum Beispiel hier gewesen. Dann hatte Sachsen, das 1806 Königreich geworden war, an Seiten Napoleons gekämpft bis zum Schluss und hat dann auch mit ihm zusammen verloren. Dresden ist eine Stadt der Entwicklungen, der Erfindungen, das europäische Porzellan. Dresden entwickelte sich zur Großstadt. Dresden überschritt die 600.000 Einwohner. Die Technische Universität entwickelte sich sehr, sehr stark und Dresden baute das Sozialwesen sehr intensiv aus. Wer damals regiert hat, nach dem Ersten Weltkrieg, das waren Sozialdemokraten. Und es war eine gefährliche Zeit. Die Leute waren arm. Man lief jedem hinterher, der eine Versprechung machte. Und von daher war es also auch eine Zeit, wo der Nationalsozialismus dann hier gerade in Sachsen aufgeblüht ist. Es war eine Zeit des Kampfes zwischen den Sozialdemokraten und den Nationalsozialisten. Von 1933 bis 1945 war Sachsen ein treuer Gefolgsstaat im Nationalsozialismus. Dresden war eine Gauhauptstadt der nationalsozialistischen Partei. Insofern hatte Dresden in vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung für das politische, das Wirtschaftsleben, das kulturelle Leben im Dritten Reich und eben auch eine enge Verbindung zu all den nationalsozialistischen Verbrechen, zur Kriegführung. Dresden war eine der größten Garnisonen des Deutschen Reiches. Eine Vielzahl von Soldaten und Offizieren sind in dieser Stadt ausgebildet worden. Militärische Einrichtungen wurden hier für die Kriegführung vorbereitet. Dresden hatte einen erheblichen Anteil an Rüstungsindustrie, das heißt, in Dresden wurden Rüstungsgüter hergestellt. Es gab Munitionsfabriken. In Dresden waren Außenlager von Konzentrationslagern, das heißt also KZ-Häftlinge mussten hier Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie verrichten. Dresden hatte Kriegsgefangenenlager, das heißt Menschen aus vielen kriegsführenden Nationen waren in Dresden zu Hause. Dresden war also auch ein wichtiges Verkehrszentrum auch und vor allem aber eben ein administratives Zentrum. Im Februar 1945 befand sich die Stadt im sechsten Jahr dieses Krieges und nach 6 Jahren Krieg waren die Schwierigkeiten in der Stadt auch in Dresden zu erleben. Den Müttern, die ihre Familien zu ernähren hatten, bereitete es immer größere Probleme, die alltäglichen Notwendigkeiten verrichten zu können. Alle erwachsenen Menschen waren in vielfältiger Weise in die Wirtschaft, in den administrativen Apparat eingebunden. In der Rüstungsindustrie musste man 12 Stunden Arbeitstage absolvieren. In den Nächten hatten die Dresdnerinnen und Dresdner Luftschutzdienst zu verrichten. Das heißt, ihre Betriebe, ihre Organisationen, ihre Verwaltungsgebäude zu schützen, weil man nachts britische Luftangriffe erwartete. Selbst junge Menschen waren vielfältig in den Krieg eingebunden. Beispielsweise mussten die
16-jährigen Jungen der Dresdner Gymnasien ab 1944 Dienst in der deutschen Luftwaffe tut. Also die Gegenwart des Krieges war in Dresden allgegenwärtig, obwohl bis zum Februar 1945 die Stadt selber nur in geringen Teilen von Luftangriffen betroffen worden war. Das heißt, in Dresden hoffte man noch sehr, dass man das Ende des Krieges ohne große Zerstörung erleben würde. Dresde était une parmi beaucoup des villes allemandes qui étaient bombardées au fin de la guerre. Plus généralement, l'attaque sur Dresde se range parmi des attaques du fin de la guerre, environ dès 1944, quand la défense aérienne des Allemands était déjà affaiblie. Même Dresde, qui était l'abri anti-aérienne national, on pourrait dire, parce que Dresde était située si profondément au milieu de l'Allemagne. Vom Abend des 13. Februar 1945, ein Faschingsdienstag übrigens, Abend dieses Tages gegen 22 Uhr, griffen zunächst britische Flugzeuge, mehrere hundert britische Bomber, die Stadt an, wenige Stunden später dann ein zweites Mal eine noch größere Streitmacht. Wiederum einige Stunden später, am Mittag des 14. Februar, folgten amerikanische Bomber und dann noch einmal 24 Stunden später, am 15. Februar, wiederum amerikanische Bomber. Das heißt, es gab binnen 48 Stunden vier Luftangriffe gegen die Stadt. La première attaque en nuit causait des feux et les pompiers essayaient de tendre les feux. La deuxième attaque, qui se passait environ deux heures au milieu de la nuit, détruisait les voitures des pompiers. La plupart des pompiers lui-même étaient tués. Personne ne pouvait étendre les feux et les feux conflagraient sur un grand incendie qui a anéanti la ville. La troisième attaque qui se passait environ midi le 14 février était faite par les Américains. Les Anglais, ils ont bombardé toute la ville. Les Américains, ils ont fait leurs attaques pendant le jour. Ils pouvaient bombarder ponctuellement la gare, les usines. Und der Grund für diese Luftangriffe, oder die Gründe, wir müssen es im Plural nennen, waren mehrere. Und man wollte mit den Luftangriffen auf Dresden den deutschen Widerstand gegen die Sowjetarmee an der Ostfront zum Erliegen bringen. Im Oktober 1944 passierten jeden Tag mehr als 20 Züge mit militärischen Einheiten und Gerätschaften die Stadt. Viele, viele tausend Soldaten wurden durch Dresden an die Fronten geleitet. Ein zweiter Grund war aber auch der, dass insbesondere das britische Bomberkommando, die britischen Luftstreitkräfte, seit 1942 systematisch alle größeren deutschen Städte angriffen. Die Idee war also, indem man möglichst viele Menschen in einer Stadt tötete, die Lebensfunktion einer Stadt ausschaltete, genau diese Stadt auch für die militärischen Anstrengungen Deutschlands wertlos zu machen. Es war natürlich eine große Katastrophe für die Stadt. Über Nacht, quasi binnen weniger Stunden, verloren 25.000 Menschen in Dresden ihr Leben, sind Zehntausende verletzt worden, wurden Hunderttausende Wohnungen zerstört und verloren viele, viele, viele Menschen ihr gewohntes Umfeld, all das, was ihr Leben ausgemacht hat. Also Schüler, die in jener Zeit in Dresden waren, hatten am nächsten Morgen eben keine Schule mehr, die sie besuchen konnten. Die Erwachsenen hatten keine Fabriken mehr, in denen sie arbeiten konnten. Es gab keine Verwaltungsgebäude mehr. Die Stadt war also wirklich systematisch im Stadtzentrum zerstört worden. 15 Quadratkilometer Fläche waren zerstört worden. Le feu a anéanti le centre historique de la ville de Dresde avec plusieurs des monuments. Dans les conditions après le bombardement de Dresde, les organisations publiques fonctionnaient plus. Und es war fast unmöglich zu arbeiten. Die eigenen Familienangehörigen verloren. In der Bevölkerung nach Bombardierung hat keiner von außen geholfen. Die Menschen haben sich selber geholfen. Es kam keiner von außen. Es gab kein Hilfsprogramm, gar nichts. Die Menschen mussten die anderen Leichen aus den Kellern bergen.
Die Menschen mussten sehen, wo sie was zu essen herbekamen. Die Menschen mussten die Stadt enttrümmern. Die mussten sehen, dass keine Seuchen ausbrechen. Die Folgen der Bombardierung, Tod, Leid, eine total zerstörte Stadt, eine Stadt, die in Ruinen lag und eine Stadt, die beginnen musste, überhaupt wieder zu atmen. In Jahren war diese Kirche ist Ruine geworden, 1945 im Februar. Durch die Hitze des großen Brandes sind die Sandsteine, aus denen unsere Kirche besteht, instabil, brüchig, mürbe geworden. Und so ist der Einsturz nicht zu verhindern gewesen. Alles, was wir sehen, wenn wir nach oben schauen oder rundherum schauen, ist eingestürzt, bis nach unten in den Keller. Die Stadt ist des Öfteren beschädigt und zerstört worden, aber sie hat sich immer wieder neu entwickelt. Ich habe euch mal hier ein Diagramm mitgebracht, wie sich die Einwohnerzahl in Dresden entwickelt hat. Ja. Und das ist 1945 gewesen. Das erklärt auch, dass in den Folgejahren relativ zügig viele, die aus den ehemaligen Gebieten, die dann nicht mehr zu Deutschland gehörten, hier nach Deutschland kamen, hier wieder in Dresden ihre Heimat gefunden haben. Das heißt natürlich auch, dass sich hier in Dresden erstmal die Wohnhäuser wieder aufgebaut werden mussten nach dem Krieg. Der Aufbau der Stadt hat ja viele, viele Jahre nach dem Ende des Krieges gebraucht, bis also das Stadtzentrum Dresden wieder bewohnbar war. Ich möchte gern unterstreichen, unter den Bedingungen der DDR, so hieß ja der Staat im Osten Deutschlands, war der Wiederaufbau nicht möglich. Und die Stadt Dresden, die wurde im Sinne des Sozialismus wieder aufgebaut. Ja, und mit der neuen Zeit 1989-90 ist nicht nur unsere Kirche aufgebaut worden, sondern die Stadt Dresden bekam ihr bürgerliches Zentrum zurück. Dresden war die Stadt, die am Ende des Zweiten Weltkrieges lange Zeit kein Stadtzentrum erhalten hatte. Ohne Frauenkirche in Dresden gibt es das eigentliche Stadtzentrum nicht. Sie ist der Leitbau der bürgerlichen Mitte. Der Wiederaufbau hat viel Geld gekostet. Da haben Menschen aus allen europäischen Ländern und auch aus außereuropäischen Ländern geholfen. Und auch aus Frankreich. 11 Jahre haben wir benötigt. Im ersten Halbjahr 2005 war das Bauwerk wieder vollendet.